Yes, erinnere ich mich, genau. Die blonden Locken. Ja, ein bildhübscher Mann gewesen. Und er war auch von einer Freundlichkeit und einer Herzlichkeit. Hallo Sigi? Hier spricht die Waltraud, die Hasi. Servus, mein Schatz. Du, stell dir vor, ich habe hier die Enkelin vom Hanabi. Die macht mit mir. Stell dir, du kannst dich an den Hanabi erinnern. Na bitte, pass auf. Und die Enkelin von ihm ist jetzt bei mir, hat ein großes Interview von mir gemacht. Und ich habe gesagt, wenn jemand was über den Hanabi erzählen kann, dann bist das du. Würdest du dich mal mit ihr treffen? Ist eine ganz hübsche, liebe, junge Frau. Warte, pass auf, ich gebe sie dir mal. Pussy, Schatzi, Papa. Papa, Pussy. Nach einem Fußballmatch hat er mir sogar das Du-Wort angetragen. Und seither habe ich auch Gschrob zu ihm gesagt. Gschrob, das ist ja ein ganz lustiger Wiener Ausdruck für einen kleinen Mann. Der Wiener sagt immer, okay, was will der Gschrob da? Bei Hanabi, den hat man Gschrob gesagt, aber nicht aus Pflanzerei, sondern weil man zeigen wollte, du brauchst, um ein wirklich toller Weltklasse-Fußballer zu sein, nicht nur eine Größe von 2 Metern, sondern du kannst auch als kleiner Spieler unendlich viel bewirken. Und das hat Gerhard Hanabi wirklich gemacht. Er war ein kleiner Mann, aber ein Gigant, ein Riese als Fußballer. Mein Großvater ist im Zweiten Weltkrieg erwachsen geworden. Wenige Jahre bevor Wien in Trümmern liegt, lernt er Fußball zu spielen. Auf der Straße. Das ist genauso wie bei mir gewesen, auf der Gossen. Das hast du noch spielen können, da sind keine Autos gefahren, da sind keine Straßenbahnen gefahren, so viel wie heute. Also man hat Freiplatz gehabt, wenn man wollen hat. Wir haben damals so ein Fetzenlaberl gehabt. Das heißt, aus irgendeinem alten Tuch, das du aus der Mamschel weggetragen hast, hat das einbunden mit einer Schnur und mit denen ist er gekickt worden. Und dann hat es natürlich auch diese Bezirksrivalitäten gegeben. Ich bin aufgewachsen im 5. Bezirk, 7 Brunnenfeldgasse, Massensdorfer Platz, eine freie Fläche. Und da haben gespielt die Buben vom 10. gegen den 4., der 4. gegen den 5., der 5. gegen den 12. In diesen Kreisen hat sich der Gerhard offenbar auch bewegt und ist bald entdeckt worden und ist dann zu Wacker geholt worden. 1942 kommt der 13-Jährige zu Wacker Wien, ausgehungert, aber ehrgeizig. Du hast fast kein Geld gekriegt, aber du hast nur um Lebensmittel gespielt. Dass du ein bisschen Kraft gekriegt hast. Du musst rechnen, die Schweizer, die waren ja alle ausgefressen, die waren ja alle gut beieinander, die Franzosen, die haben das Tee gegessen. Die haben Kraft gehabt, die Wiener. Sie haben gesagt, ich verstehe das nicht. Wir sind 70 Minuten im Ballbesitz und es fängt 15 Minuten zum Spielen an und gewinnst die Partie. Und das war das, diese Technik, diese, wenn du eine Chance kriegst, hast du drei gemacht daraus. Bei Wacker, im Wiener Bezirk Meidling, findet Gerhard Hanapi eine Familie. Als Pflegekind wird er zu Hause nicht viel beachtet. Er möchte Architekt werden und lernt in Mödling an der Bundesgewerbeschule Hochbau. Dort trifft er Gustav Peichel. Und dann haben wir uns nebeneinander gesetzt. Ja, und da sind seither nebeneinander gesessen, haben uns gegenseitig immer sehr geholfen. Und damals war ja schon Mödling, Neudorf, groß im Bombenhagel der Amerikaner. Erstens haben wir Prüfungen auch im Luftschutzkeller gemacht. Bin ich mit dem Gerhard gesessen, weiß ich noch. Vollgerammelt in alten Keller mit Gewölbe. Und oben hat es gedonnert und gedonnert, weil es Bomben geworfen haben. Nach dem Krieg spielt sich Gerhard Hanapi in die Kampfmannschaft von Wacker.
Theodor Wagner und Torhüter Franz Pelikan nehmen das junge Talent unter ihre Fittiche. Er war unser Liebling. Und wir haben gewusst, dass er trotzdem schon gefühlt, dass er ein sehr guter Spieler ist. Und da war halt er einer von den, der was fast keine Fehler gemacht hat. Ich kann das nur beschreiben. Wenn man es nicht selber erlebt hat und nicht selber mit dem gespielt hat, dann weiß man, was der für ein Können gehabt hat. Die älteren Spieler, wie es waren, die was nicht mehr so mitgekommen sind, gerne am Buben hingeklopft. Aber da war gleich eine Ruhe, da hat er gesagt, du, wenn du noch einmal hingeklopft auf ihn, wirst du munter im Krankenhaus. Und eine Ruhe war. Da spielt ein herausragender Fußballer und du gehst natürlich als Bub dir da anschauen und ich habe ihn dann auch am Wackerplatz gesehen. Nicht mehr hinter der Tribüne haben wir die Häuser gehabt. Nicht? Und der Platz war ausverkauft, waren keine Karten. Jetzt hat unten der Hausmeister schon hat die Karten verkauft. Nicht? Also im ersten Stock hast du am Gang stehen können und hast drüber gesehen, über die Tribüne. Im zweiten und dritten Stock sind auf die Bank gesessen. 2 Jahre später, mit 19 Jahren, wird mein Großvater in die Nationalmannschaft aufgenommen und sollte in der Folge 55 Länderspiele bestreiten. Wir waren einmal in Deutschland und in der Stadt, wo wir waren, waren die Fans. Und da erinnere ich mich noch, war eine große Wand. Und da ist gestanden einmal, ich habe mir abgehauen, ist gestanden ein großes H und ein Punkt und dazu Nappi. Und das war so herrlich für uns. Wir haben gesagt, na, jetzt hat er einen Spitznamen. Ah, noch jetzt ist er, hat er die Popularität im europäischen Sport erobert. Nun bemüht sich der angesehene Sportclub Rapid um ihn. Franz Binder, Rapids Manager, will den Hanapi um jeden Preis. Wacker weigert sich, die Presse tobt. Binder zieht alle Register, lässt den jungen Star sogar untertauchen. Das ist plötzlich ausgebrochen in Wien, in den Zeitungen und in den Fußballfans. Plötzlich war Sensation. Hanapi wird von Rapid gekapert. Es war ja fast ein Putsch. Der ist auf einmal verschwunden, der ist nicht auftaucht mehr. Der ist wo kaserniert gewesen, hat keiner gewusst, wo er war. Also, dass nicht die Presse angreifen kann. Ne? 6 Monate ist er gesperrt gewesen. Und da hat er trainiert auf dem Rapidplatz, nicht meist am Abend, mit dem Trainer. Wacker und Rapid streiten 6 Monate lang. So steht mein Großvater ohne Verein da, spielt aber dennoch im Nationalteam. Im Herbst 1950 wird er offiziell Teil der Rapid-Mannschaft. Die Fans bewundern ihren Star in der Wochenschau im Kino. Fernsehen gab es damals noch nicht. ‎1953 spielt Rapid in Wien gegen die brasilianischen Ballkünstler von FC Américo vor ausverkauftem Stadion. 55.000 Zuschauer sehen im Wiener Stadion das Match Rapid gegen FC Américo. Noch weiß man nicht, was kommt, aber jetzt Mittelläufer Gießer von Rapid hat das Leder. Schon kommt der Ball nach vorne, wird aufgenommen von Dienst, dem Mittelstürmer, weit zurückgezogen. Dienst ist ein Pass, es ist eine wahre Freude. Da ein Angriff von Rapid wieder. Und zwar ist es jetzt Hanapi, spittelt das Leder weg, Gernhardt ist frei ins leere Netz und Rapid schlägt FC Américo mit 6:4. Bei Rapid war ja eine legendäre Mannschaft mit Zehmann, Happel, Merkel in der Innenverteidigung. Damals haben wir noch 2, 3, 5 gespielt. Dann die Läuferreihe. Hanapi, Gernhardt, Golubic und vorne im Sturm Körner, Riegler, Dienst, Probst, Körner 2. Und da bist du nicht reingekommen. Ne? Das war also ein Glanzstück und vor allem das Mittelfeld. Aber Rapid war in der damaligen Zeit einer der besten Vereine auf der Welt. Also zumindest in Europa. Und Europa war damals mit Südamerika die Welt, wo die besten Mannschaften waren. Und das ist schon die Stärke von Rapid, der Kampfgeist und das Spiel bis zur letzten Minute, dass man nie aufgibt, nie aufgeben darf und belohnt wird letztendlich auch dadurch. Die Portugiesen verteidigten geschickt und retteten bis zur Pause das 0:0. Wir haben das aufgenommen von den vorhergehenden Spielen und das ist immer übertragen worden. Foul um Foul wird nicht gegeben. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Die einzelnen Spieler werden nur so niedergemäht.
wenn du jetzt das spielst, das Spiel ist nicht so, läuft nicht so dahin und so weiter. Und auf einmal klatschen die ein und du machst ein Tor oder was. Auf einmal wirst du selbstsicher und du willst was. Das geht, da geht wie ein Ruck durch die Mannschaft. Da will ja jeder dann. Sie haben uns richtig aufgeweckt mit einem Wort. Und gegenseitig, das muss ich ehrlich sagen, auf einmal sagt einer zum anderen, weil komm, nimm dir einmal an. Komm, jetzt gehen wir noch einmal, ja? Doch noch einmal raffte sich die Rapid 11 auf. Nach einem Freistoß von Hanapi kann der Tormann nur wegschlagen und Skocic schießt zum Ausgleich ein. Gespürt hast du noch immer. Er war da. Er war wie so ein Quantlaus, kann man sagen. Er ist da nicht runtergerät. Ja, das war ein profilierter, ein guter Spieler. Wirklich ein guter Spieler, der Hanapi. Einer der besten. Der Hanapi war ja auch der Liebling der Zuschauer. Da war immer, wenn er einen Ball gekriegt hat, hat er immer so einen Szenenapplaus gekriegt von den Fußballbegeistern. Ich war fast ehrfürchtig ihm gegenüber. Er hat alles spielen können. Er hat begonnen als Verteidiger, hat im Mittelfeld gespielt, hat im Sturm gespielt. Er hat für Rapid, glaube ich, 114 Tore geschossen in den 14 Jahren, die er dabei war. Das muss man sich einmal überlegen, dass ein Mittelfeldspieler in seiner Karriere über 100 Tore schießt. Also das ist auch eine Auszeichnung für Gerhard Hanapi. Er war technisch hervorragender Spieler, aber in jungen Jahren auch. Der war ein Kämpfer auch. Also der hat sich nicht untergekriegt. War ein richtiger Rapid-Geist, also wie bei den anderen. Also das war bei Rapid. Bei uns hast du müssen kämpfen, hast du müssen laufen. Er war ein unglaublicher Kämpfer, der 90 Minuten sich also die Lunge aus der Seele gelaufen ist. Wenn du nicht gelaufen bist, hat dir das Publikum auspfiffen. Also du hast richtig schlechter spielen können, aber kämpfen und laufen hast müssen. Also ein Mann, der genau wusste, was er machte, der den Intellekt auch durchblitzen hat lassen. Mit seinen Spielzügen konnte er ganze Matches entscheiden. Der österreichische Rundfunk hat gemeinsam mit Philips ein eigenes Aufnahmestudio errichtet, von dem aus täglich 7 Stunden gesendet wird. Hier kann man alte Publikumslieblinge bei ihrer Arbeit bewundern. Und natürlich Heinz Konrads in liebenswürdiger Begleitung. Für Sportfreunde, der Fußballstar Gerhard Hanapi mit dem österreichischen Sportsprecher Herbert Meißel. Da war sicherlich jetzt gerade der Gerhard Hanapi so ein typisches Beispiel dafür, mit denen man sich dann wirklich als Kind identifizieren konnte, wo man nicht sagen musste, aha, das ist ein Soldat, das ist ein ehemaliger Nazi, das ist ein Verlierer, sondern wirklich ein positives Ideal. Und als solches lächelt mein Großvater in den 50er Jahren auf Plakaten, Werbefotos und in Zeitungen. Für das Sportwettspiel Toto gemeinsam mit der berühmten Schauspielerin Waltraud Haas. Meine Erinnerung an ihn ist, meiner über 60 Jahre, an einen nicht sehr großen, bildhübschen, blondlockigen Mann. Wenn du ihn gesehen hast, zu dir zu kommen, er hat immer gelacht, er hat immer fröhlich, immer unglaublich positiv eingestellt. Wenn du ihn ein bisschen besser kennengelernt, war er ein Schlitzohr auch natürlich. Er hat, wenn man sagt, einen britischen Humor noch gehabt. Er hat immer irgendwas in Reserve gehabt, zum Lachen natürlich. Das Österreich der Nachkriegszeit ist in die Besatzungszonen der 4 Siegermächte gegliedert. Um für Spiele in die jeweiligen Zonen zu gelangen, müssen auch die Fußballer eigene Identitätsausweise vorlegen. Wer hat nicht Herzklopfen gehabt, wenn er zum Schlagbaum gekommen ist? Wer war denn schon sicher, dass alle 11 Stempeln drinnen waren? Viel zu viele Grenzen gab es damals in Österreich, neue und alte. Nach einem Spiel vergisst mein Großvater an einem dieser Grenzübergänge seinen Ausweis. Er eilt zum Hotel zurück. Ein Wink des Schicksals. Eine junge Schauspielerin aus Klagenfurt macht Rast auf ihrer Durchreise nach Wien. Meine Großmutter Waltraud, Liebe seines Lebens. Im gleichen Jahr inskribiert der junge Fußballer an der Technischen Hochschule Wien das Fach Architektur. Am meisten hat er gelernt,
wenn wir im Ausland waren, im Flugzeug, hat er sich neben mir gesetzt, ich habe ihn angehört, wie man sagt. Nicht? Er hat das durchgelesen und hat das auswendig gewusst. Und wir haben vorgelesen und der hat mir genau dasselbe, ohne den hat er mir es gesagt. Und das hat mir als Bub am meisten imponiert. Er hat das Geld, das er dann als Profi verdient hat, hat er dazu verwendet, um sein Architekturstudium fertig zu machen. Und das war für mich in der damaligen Zeit, wo die Fußballer oft lieber zum Heurigen gegangen sind nach dem Spiel. Für mich war das schon eine herausragende Sache, dass ein junger Fußballer so zielstrebig ist und so ausgerichtet, etwas zu werden und zu lernen, das auch sein Traum war. Kommt Ihnen der auch so bekannt vor? Aber wer ist denn das nur? Ah, ich weiß schon, Walter Zehmann, unser Nationaltorhüter privat, von Beruf Bibliothekar. Aber Herr Bibliothekar, und alle Frauenherzen fliegen ihm heute zu. Das aber ist der sogenannte Zwarer-Körner, also der Fredel-Körner, links außen und Beamter im Museum. Besonders liebevoll verwaltet er dort alte Folterwerkzeuge aller Art. Na und das ist Gerhard Hanapi. Er ist nämlich angehender Architekt, wie manchmal die Hanapi-Abwehr. Auf die Hochzeit folgt der erste Sohn. Die Kleinfamilie lebt in einer Gemeindebauwohnung am Wiener Rosenhügel. Die junge Braut sieht sich in einer neuen Rolle. Meine Mutter wollte ja Schauspielerin werden. Ne? Die ist nach Wien gekommen, um im Reinhardt-Seminar zu studieren. Und dann bin ich hier dazwischen gekommen als Kind meines Vaters. Und sie war dann eben nicht mehr nur jemand, der aus Klagenfurt nach Wien gezogen ist, sondern sie war die Frau Hanapi. Und die hat was dargestellt und musste sich auch entsprechend der gesellschaftlichen Etikette anpassen. Here in Austria, our United States forces are doing all to help you Austrians and your government speed the rehabilitation of your country. Mit dem Wiederaufbauprogramm und gezielter Propaganda machen sich die Amerikaner bei der Wiener Bevölkerung beliebt. Bis 1950 verdoppelt sich das Bruttoinlandsprodukt. Österreich erlebt einen Wirtschaftsaufschwung. Der American Way of Life zieht in die Stadt ein. Die Augen der Österreicher waren gerichtet auf den Wohlstand in den USA. Amerikanische GIs haben Österreich befreit. Es war die Zeit, in der junge Paare ausschauen mussten wie Frank Sinatra und Marilyn Monroe. Und sie waren sehr stolz darauf, ein Auto zu haben. Und sie haben sich dort so hingestellt, wie sich eben erfolgreiche junge Personen aus einem Wiederaufbauland hinstellen. Gerhard, Waltraud, Hardy und der jüngste Sohn Michael wohnen bald nicht mehr im Gemeindebau, sondern im noblen Bezirk Hietzing, im eigenen Haus. Er hat dann auch es sehr genossen, eine Familie zu gründen. Aber wir waren typisch für das Bild, das in den ersten Fernseh-Soap-Operas der Zeit geliefert wurde. Also dafür waren wir typisch. Sie waren ja, glaube ich, zwei- oder dreimal auf Tournee auch in Amerika. Und das hat ihn von der Architektur her auch sehr beeinflusst. Und er hat auch damals in der Fasangartengasse so eine Art Bungalow im amerikanischen Stil gebaut. Das ist eins von Papas Amerika-Bilder. Ja, das sieht da hat man er schon. Das dürfte ihm gefallen haben, gell? Der Architekt. Bild, ja. Aber in den 50er Jahre haben sie schon relativ mutig in die neuen Zeiten. Nicht? Man hat irgendwie einen Gag als Architekt untergebracht. Ja, ja. Mir gefällt das nicht so gut, muss ich sagen. Ich glaube, das ist wieder ein Haus, was da jetzt kommt. Ja? Warte, da muss ich jetzt. Danke dir. Zack. Na, das ist ja Daniel Düsentrieb, gell? Ja, ja. Artig, nicht? Auch wieder Naturstein. Naja, und du siehst das schon, das
schaut anders aus wie die Wiener Gemeindebauten, ne? Das kann man wohl sagen. Das kann man sagen. Das ist sicher auch eindrucksvoll für ein Kind, wenn es das Kind eines Prominenten ist. Keine Frage. Ich habe gemerkt, dass oft Leute unten bei der Türe standen in der Fasangartengasse und einfach raufgeschaut haben. Also das waren halt Fans. Und das ist mir als Kind halt doch ein bisschen komisch vorkommen, dass die Leute da stehen und raufgaffen. Das ist klar nicht, dass man merkt, es ist nicht wie bei den Nachbarn. Zählt zu meinen prägendsten Erfahrungen als Kind, ihn abholen von der alten Pfarrwiese, noch mit meiner Mutter am Steuer nach dem Match, vorfahren am Hinterausgang, wo die Spieler rauskommen, und dort auf ihn warten, bis er rauskommt. Ne? Fußballer sind Helden unserer Zeit. Ihre Unterschriften sind begehrt und ihre Leistungen oder Fehler sind nicht alleine ihre Leistungen oder Fehler. Sie gehören allen Anhängern und Fußballfreunden, in besonderen Fällen sogar dem ganzen Volk. Und wenn er dann rausgekommen ist, dann hat es irgendwie Geschrei gegeben. Das hat mich sehr beeindruckt. Und die Leute sind also dann überm Auto halb gelegen und haben dieses Bildchen mit seinem Foto reingeschoben, dass er es unterschreibt. Und wir konnten dann nur sehr schnell rein, die Tür zu, und rundherum musste sie dann ganz langsam wegfahren, dass niemandem was passiert. Schauen wir da weiter. Ah, Sewiesen. Und der Opel-Kapitän, den hat er, glaube ich, gekauft, wie er bei Rapid Kapitän geworden ist. Das hat er mal gesagt. Das habe ich nicht gewusst. Und dann hat er diesen großen Sprung über den Teich gemacht, von seiner Amerika-Tournee zurückgekommen, und dann haben wir amerikanische Autos gehabt. Plötzlich ist da eben ein Mustang gestanden und ein Chevrolet Impala und dann auch so als Zweitauto ein Triumph Spitfire. Und das habe ich natürlich hautnah erlebt. Oh, das ist natürlich gut. Oh, unser Auto. Das war der Ford Mustang, ja. Das ist ein schönes Auto, aber vom Motor her erinnere ich mich an eine Lahme Ente. Lahme Ente mit und Automatik. Also und furchtbar im Schnee. Nicht? Wenn Schneefahrbahn war, war es aus. Also reine Show, reines Angeber-Auto. Das ist der Papa in Australien. Das ist, genau. Da ist ihm gut gegangen, gell? Da schaut er glücklich aus, gell? Na, wenn man schaukelt. Mit Rapid und mit dem Nationalteam bereist mein Großvater die Welt. Er hatte wirklich die ganze Welt gesehen. Also war in Australien, Südamerika, Nordamerika, Afrika, Asien. Sie meine wirklich, die Rapid-Mannschaft ist überall hingekommen damals, vor allem in den 50er Jahren, wo sie diesen langen Tourneen gemacht haben. Wir haben die Welt gesehen. In die 50er Jahre war das schwierig, ins Ausland zu kommen. Ne? Und überhaupt nach Südamerika oder nach Amerika. Und für uns war das wirklich sehr schön. Und man hat ein bisschen was verdient. Ne? Die Eltern haben natürlich mehr verdient, das ist eh ganz klar. Weil wegen Hanapi oder Dienst und Zema und so weiter kommen ja die Zuschauer ins Ausland. Wir waren überall die Pioniere. Der ganzen Welt hat man sich gekannt, wo wir hingekommen sind. Und in Australien, das war nicht einfach. Da haben wir einen Manager mitgehabt, der Gold, Maxl hat der geheißen. Und der anderen, der hat erst, wie er das Geld gehabt hat, hat er mit dem Taschentuch gewunken. Dann sind wir erst aufs Spielfeld rausgelaufen. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich jetzt vorgehe von Australien zu Hause. Das war wahnsinnig, war wert gewesen. Nicht? Er war auch stolz drauf, dass er da ins Flugzeug gestiegen ist und hingefahren ist. Und da gibt es Fotos. Heute wird sich niemand mehr vor ein Flugzeug stellen und der ganzen Verwandtschaft zeigen, er ist mit dem Flugzeug geflogen. Nicht? Irgendwo muss ich sagen, wir waren oft dumm auch. Ja, wir waren jung und in der Freizeit haben wir Karten gespielt, wenn wir im Ausland waren. Nicht? Zum Beispiel waren wir in Paris, ja, hat's wieder geheißen, wir machen eine Stadtrundfahrt. Und wir haben gesagt, wir brauchen keine Stadtrundfahrt, dass wir Karten spielen können. Nicht? Das ist so dumm ist man damals. Heute zahlt man viel Geld, dass du in Urlaub fährst und dass du am Eiffelturm rauf kannst. Ja? Aber trotzdem, es war eine schöne Zeit immer. Es ist im Ausland, bist hart geworden. Du hast müssen spielen ums Brot. Wenn du nicht gut gespielt hast, bist du beim Bananendampfer heimgefahren. Na, ich möchte sagen, das Erste, was sehr beeindruckt war, New York.
Ja, wir sind dort ausgestiegen, also vom Flughafen schon, und sind dann in die Stadt und haben nur den Kopf hochgetragen, nur raufgeschaut, weil die hohen Türme, Eiffeltürme und so weiter, ja, die Häuser, also die Gassen am Broadway, wo wir gegangen sind, also das war alles neu für uns, ja. Also das war kolossal, wirklich. Also wir haben Taschengeld gekriegt, damit wir uns selbst zum Essen und so weiter. Und da hat es sogar Spieler gegeben, die haben nichts gegessen, aber dafür sind sie nachher bis zu Hause gekommen, in Urlaub gefahren. Das hat es auch gegeben, ja. Einen kleinen Ort in der Steiermark, Seewiesen, betrachtet der Fußballstar ab den 60er Jahren als zweites Zuhause. Hierhin zieht er sich zurück, wenn ihm der Lärm um seine Person zu viel wird. Erinnerungen an Gerhard Hanapi als Vater verbinden seine Söhne mit Seewiesen. Es war einfach zu viel Schnee, um hier irgendwie jetzt auch Lebensmittel zu beschaffen. Und da hat mein Vater damals beschlossen, hat es telefonisch gemacht und hat einen der ersten Skidus, glaube ich, überhaupt in Österreich bestellt. Und wir sind dann den Hügel runtergefahren und er hat uns mit dem Skidu wieder raufgeschleppt. Und das war doch eine wunderschöne Zeit. Und die Geschichte des Skidus hat eigentlich so geendet, dass ich einmal in der Früh weggefahren bin und es war so kalt, dass das Gasseil stecken geblieben ist und der Skidu ist dann Vollgas praktisch mit mir geradeaus gefahren. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich jetzt tun soll und bin vom Skidu abgesprungen und dieser Skidu ist dann alleine selbstständig über eine Schneewächte gesprungen und die sind alle Bestandteile zerkracht nachher und das war das Ende des Skidus. Also ich war sicher kein extrem braver Junge, aber es wurde mir alles verziehen. Die bis heute unerreichte Sternstunde des österreichischen Fußballs erlebt Gerhard Hanapi hautnah. Die Weltmeisterschaft 1954. Österreich belegt den dritten Platz. Erster Höhepunkt war das Spiel gegen die Schweiz. Schriebe ein Dramatiker ein Fußballspiel, er würde es so schreiben, wie das Match Österreich gegen Schweiz verläuft. Die Österreicher in weißen Hemden. Aber die Schweizer schießen das erste Tor. Tor durch Ballermann. Und ich rate Ihnen, ein Notizbuch zur Hand zu nehmen, damit Sie die 12 Treffer mitbekommen. Ich kann mich noch jetzt ganz gut erinnern, wie ich zurückgekommen bin auf den Mittelauflag, wieder zum Abstoß leider. Da hat der Hanapi geschraubt und der Ossi gesagt, hey, kommt's Buben zusammen noch mehr an. Das gibt's nicht, dass wir da drinnen nacht ist und dass man nichts reißt. Das Match Österreich gegen Schweiz, die Hitzeschlacht von Lausanne, geht als WM-Spiel mit den meisten Toren in die Geschichte ein. Wagner im Dribbling, ein Haken, jetzt schießt er. 3:3, innerhalb von 3 Minuten, 3 Tore. Die Österreicher haben 5 Tore in 9 Minuten geschossen. Die Stürmer arbeiten immer. Der beste Freund meines Großvaters, Tull Wagner, lässt sich nicht bremsen. Wagner erhöht auf 6:4. Soll das ein Fußball- oder ein Handballresultat werden? Das Publikum tobt. Doch die Schweizer legen noch einmal nach und schießen 2 weitere Tore. Jetzt greifen die Österreicher an. Ist das die Entscheidung oder noch immer nicht? Jetzt Probst und Gott sei Dank für Österreich, leider für die Schweiz. 7:5, das ist der Endstand für Österreich. Ich habe nach dem Match, wenn ich ehrlich bin, habe ich über 5 Kilo genommen. Wir sind ja gewogen worden, aber das war noch was. Also am nächsten Tag durchs Trinken ist es wieder weggegangen, nicht? Also ist wieder aufgefüllt worden. Dann das Semifinale gegen Deutschland. Ein Desaster.
Wieder greift Deutschland an. Es ist für mich sehr schwer, dieses Match zu sehen und zu sprechen. Es ist der Morlock am Ball. Jetzt auf der rechten Seite. Da kommt eine Flanke zur Mitte und Ottmar Walter, das halbe Dutzend ist voll. Beim Hanapi möchte ich gar nicht dazu einfließen, dass wir im Semifinale 6-1 verloren haben gegen Deutschland. Also das vergessen wir. Wir sind Dritte geworden und da war er dabei. Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Deutschland traf die österreichische Nationalmannschaft im Kampf um den dritten Platz der Fußball-Weltmeisterschaft auf den letzten Fußball-Weltmeister Uruguay. Wir haben die Uruguay 3-1 geschlagen mit einem Schiaffino, mit einem Santa Maria, mit einem Borges. War der Weltklasse-Fußballer. Und ein schönes Match. Fast kein Fall. Da ist Fußball gespielt worden, nicht reingehauen worden. Und es ist auch mal dritten Platz gegangen, war auch viel wert da zumindest. Beim Spiel um den dritten Platz gegen Uruguay gelingt Österreich zunächst ein früher Führungstreffer. Bereits in der 22. Minute schlagen die Urus zurück. Hohenberg bricht durch und schießt an dem überraschten Schmidt vorbei zum 1:1 ein. Körner 1 schießt. Ein Verteidiger will mit dem Kopf abwehren, fälscht aber ins eigene Tor. Kein weiterer Anschlusstreffer von Uruguay. Probst schießt das finale Tor zum 3:1-Sieg für Österreich. Österreich ist nach langen, zermürbenden Kämpfen Dritter in der Fußball-Weltmeisterschaft. Diese Sporthelden, unsere Nationalmannschaft, die Dritter wurde bei der Weltmeisterschaft, dritter Platz. Hanapi war zweimal aufgestellt im Weltteam. Und war dort so der prominente Sportler in Europa. Solche Typen, die haben unheimlich viel wieder gemacht, um eine gewisse Selbstsicherheit nach diesen Niederlagen, nach diesen schweren Kriegsjahren. Der Aufbau, da hat der Sport enorm viel mitgeholfen. Also so sehr er vielleicht für einen Mythos der Nachkriegszeit typisch war, so untypisch war er in der Familie als Vaterfigur. Er hat eher so die Rolle gehabt, die in anderen Familien die Mutter gehabt hat, die Liebe, die halt irgendwie die Kinder umhätschelt. Ja, das ist lustig, weil er hat uns in der Früh in der Form aufgeweckt, dass er von unten in die Zimmer oben hinaufgeschrien hat. Auf, ihr Hasen. Hört ihn nicht den Jäger blasen. Das war sozusagen unser Aufweckruf. Also meine Sache war es ganz sicher nicht zu der Zeit. Es war wirklich lustig. Das habe ich sehr schön in Erinnerung. Vater war ein Kind der Sozialpartnerschaft und wir Linksradikale der 68er-Bewegung haben gefunden, die sind zu lax. Österreich war ein Riesenerfolg als sozialpartnerschaftliches Aufschwungland und er war mittendrin. Das haben sich viele gefragt, dieser älteren Generation. Ja, seid ihr völlig verrückt, was wollt ihr noch mehr, ihr Jungen? Darüber haben wir schon immer wieder diskutiert. Hat Zeiten gegeben, da hat er gesagt, dieses Land ist zu klein für uns beide, ich soll ausziehen. Er schenkt mir noch einen wertvollen Edelstein, aber er will mich nicht mehr sehen. Aber das hat sich dann auch wieder gelegt. Also diese Art von Toleranz und auch Großzügigkeit anderen gegenüber hat er schon auch gehabt. Generationenkonflikt auch bei der Musik. Gerhard Hanapi liebt das Wiener Lied und ist Stammgast beim Heurigen. Wenn man bei den Heurigen war, ja, schassen, da war was los. Und dann durst haben sie alle gehabt. Ich war der Asianarische. Die Burschen, die waren viel wieder alle. Das, ja. Nicht unangenehm den Damen gegenüber. Ja, 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 ja. Ganz am Anfang war er konsterniert. Ich erinnere mich, ich bin da hinten gesessen und habe auf einer kleinen 45er Decker Schallplatte gekauft gehabt, Satisfaction von den Rolling Stones. Und haben wir das dort angehorcht auf so einen ganz kleinen Plattenspieler. Und er ist dann hergekommen zu mir.
Und hat gesagt, na Hadi, was sind denn das für Töne? Damit seine Söhne für ihn Wiener Lieder spielen, kauft ihnen mein Großvater zwei Gitarren. Der Plan geht nicht ganz auf. Und dann haben wir begonnen, zu zweit zu spielen, weil wir haben mehr so gejammt, nicht? Also Rock'n'Roll, Beat, Blues. Das hat ihm nicht so wahnsinnig gut gefallen. Aber wie wir damals schon gesagt haben, unsere Folklore ist Santana. Das ist nicht heute kommend Engeln auf Urlaub nach Wern. Ne? Mitte der 60er Jahre ist der Sportclub Rapid im Umbruch. Wichtige Spieler wechseln ins Ausland. Der FC Barcelona bietet für Gerhard Hanapi eine Transfersumme in Millionenhöhe. Doch der hat andere Pläne. 1965 beendet er seine Fußballkarriere. Er möchte sich nur noch der Architektur widmen. Das Land Österreich dankt ihm für seine Leistungen mit einem Orden. Zu diesem Zeitpunkt haben das nur höchste Beamte und Minister bekommen. Gerhard Hanapi war der erste Fußballer, der das große goldene Verdienstzeichen um die Republik bekommen hat. Diese Leute haben für ihr Land, und das zeigen diese Auszeichnungen, unendlich viel gemacht. Wohlstand und Bevölkerung steigen. Neue Wohnräume müssen her. Diplom-Ingenieur Hanapi baut soziale Wohnanlagen. Heute leben mehr als 1000 Wiener in einer Gerhard-Hanapi-Wohnung. Sein Mitarbeiter Wolfgang Kerbel erinnert sich. Die 10 Jahre, die ich muss eigentlich sagen, bei der Familie Hanapi verbracht habe, waren familiär. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man jetzt in die Arbeit geht oder dass ich jetzt irgendwie was machen muss. Schöner Tag gewesen, sagt der Gerhard, weißt du was, jetzt machen wir Pause. Sitzen wir uns im Garten und trinken ein Viertel. Wo gibt es das sonst bei einem Architekten oder in einem Berufsleben? Also nirgendwo. Also so gesehen, das, wir Familie, die haben ein Haus in Spanien gehabt. Hat er zu mir gesagt, willst du Urlaub machen dort? Nein, habe ich nicht lange überlegt. Klar, sind wir 4 Wochen in Spanien auf Urlaub gewesen. Ich meine, das allein ist schon genug. Aber wenn ich jetzt noch dazu sage, wer sagt schon, aber du kannst deinen Freund auch mitnehmen und den seine Frau. Das sind alles so Sachen, wo man sagen muss, da gibt es nicht viele, die so sind. Das Architekturbüro Hanapi wird von der Stadt Wien mit dem Bau eines Fußballsportzentrums beauftragt. Das im Zuge dieses Auftrags errichtete Weststadion wird das architektonische Lebenswerk meines Großvaters. Es vereint seine beiden Leidenschaften, Fußball und Architektur. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Das wäre genauso, wie wenn du von Placido Domingo erwartest, dass er nach Ende seiner Karriere eine Oper baut. Sieh, dieses herrliche Stadion verleitet direkt zum guten Spielen. Da gibt es gar kein anderes, da spielt man gut. Da gibt es Rapidler, die sagen, meine Religion ist Rapid. Und um dieser Religion den Tempel zu setzen, hat man gesagt, St. Hanapi. Also der heilige Hanapi oder die Kathedrale des Fußballs. Ja, also er war ein Mann, der eigentlich einen begeistern musste. Mit dem Büro im Privathaus, mit seiner Frau und den Söhnen als Mitarbeiter wird die Planung des Stadions zu einem Familienprojekt. Die Frau Hanapi hat alle Kopierarbeiten und Schreibarbeiten gemacht. Also da hat es einen Kopierer gegeben. Heute sagt man, das gibt's gar nicht. Der war vorsintflutlich, wo man dran hat müssen. Und dann ist die Walzen hin und her gefahren. Dann sind Blaudrucke rausgekommen. Meine Aufgabe war dann eigentlich, mit Filzstift die Mauern auszumalen auf den Plänen, auf den Einreichplänen. Zeichenapparat, diese vielen Sessel mit Dusche zu machen, ist einfach eine nervtötende Arbeit. Ne? Wenn man irgendwas falsch zeichnet hat, muss das mit der Rasierklinge auskratzen.
es war ein Höllenjob, dieses Ding zu zeichnen. Und wir haben da oft geflucht. 2015 wird das Stadion abgerissen. Die Sitze finden sich seitdem als Reliquien in den Haushalten von Rapid-Fans wieder. Michael Hanabi bringt einen davon zu Wolfgang Kerbel. Servus Wolfgang! Hallo, servus! Du, Kleinigkeit habe ich da mitgebracht. Erinnerung vom Weststadion, bitte sehr. Südtribüne. Südtribüne Nummer 23. Super! Super. Das ist mein Geburtstag! Ilse, servus! Bist du gerade für mich? Ja, Ilse, servus! Alles groß klar. Bist du! Naja. Ja, aber das ist super! Ja, kein Problem. Komm einer. Gut, ja, danke schön, danke. In den alten Tagen hatte das Architekturbüro Hanapi sogar eine eigene Fußballmannschaft. Und wenn man ans Architekturbüro denkt, denkt man nicht einmal zuerst an die Pläne, die man gezeichnet hat, oder irgendwelche Objekte, die gebaut wurden. Man denkt an die Büromannschaft und an die Spiele, die die Büromannschaft geleistet hat. Das finde ich toll, das ist ja fotografisch exzellent, gell? Naja, ich weiß nicht. Schaut jeder aus wie so ein kleiner Gott. Der Harry. Naja, wirklich. In der Hiergasse. Vorwiegend haben wir Firmenmannschaften gehabt und da waren wir, sage ich mal, zu 99% die Besseren. Das ist direkt ausgeartet. Wir haben manchmal mehr gespielt als ein richtiger Verein. Wir haben manchmal dreimal in der Woche ein richtiges Match wo gehabt. Das sind dann ja, gegen die Firma Porsche. Die haben gesagt, bitte spiel mir den Ball zu, Georg. Weißt nicht so schwer, hau mir die Uchtel, sondern bitte spiel mich an. Oh, du hast mich gefault, kann ich mich erinnern. Ja, die wieder Hochdeutsch. Die waren ein bisschen zum Lachen. Ja. Mein Wahnsinn, ja. Wenn du jetzt nimmst, dann ist es ja, heute würde man sagen, das kann nicht lustig gewesen sein, wenn du das Spiel 22-1 gewinnst. Das ist wahr. Ist das nicht lustig? 22-1. Ah, du hast benotet wie jeder, also drei Totalversager. Ich habe eine Liste gehabt von 300 Privatmannschaften von ganz Wien. Die habe ich heute noch irgendwo liegen. Und die habe ich da rein noch abgearbeitet. Bei 220 habe ich dann aufgehört. Beide Söhne waren natürlich eigentlich vom Fußballerischen her grundverschieden, wenn ich mich zurückerinnern kann. Und beide mitgespielt haben, dann waren wir nahezu in Bestbesetzung. Es ist natürlich nicht leicht, dass man als Sohn jetzt sozusagen genauso gut wird wie sein Vater. Aber das haben wir relativ schnell erkannt, mein Bruder und ich. Wir haben einfach Freude am Fußball gehabt, beide. Also er wollte ganz sicher nicht, dass wir Fußballer werden. Aber das hat damit zu tun, dass er die Geschäftsseite des Fußballsportes auf sehr unangenehme Weise kennengelernt hat, vor allem mit der Kritik meines Vaters an den Funktionären des Vereins. Die haben den Verein als Vehikel gesehen, um sich selbst besser zu stellen, finanziell. Also die Gruppe, die sich aufgelehnt hat, Ossi Schwinger, mein Vater, war zu klein und nicht mächtig genug, um sich durchzusetzen. Und das tut weh. Es tut weh. Ne? Den Ossi Schwinger haben sie dann ausgeschlossen aus dem Rapid-Verein. Mein Vater hat man es angedroht. Angeblich wurde er nie wirklich ausgeschlossen. Wir haben das als Familie nur aus der Ferne irgendwie mitgekriegt. Das war eine Abkehr von bestimmten Menschen aus dem Freundeskreis. Jahre später besinnt sich Rapid und würdigt seinen Jahrhundertspieler über alle Maßen. 1981 beschließt der Verein, Hanapis Weststadion in Gerhard-Hanapi-Stadion umzubenennen. Während der Planung wagt niemand an so etwas zu denken. Die Stimmung ist gedrückt, der Bau verläuft schleppend. Die Pläne haben ganz anders ausgeschaut, als was gebaut worden ist. Da hat es eine Halle dazugegeben, da hat es ein Leichtathletikstadion dazugegeben. Das Stadion ist um 90 Grad anders gestanden. Und das hat die Gemeinde Wien aus Kostengründen total negiert und es ist das ledige Stadion übrig geblieben, um 90 Grad gedreht. Also sagen können, nein. Aber da war er wieder Rapidler, Bau für Rapider Stadion. Und das hat er ihm stolz gemacht, dass da einer gekriegt hat von der linken Seite.
ja, sollen die Zuschauer nicht ein bisschen angeduscht werden? Ich war ganz gut. Aber heute sagt man, der Architekt war schuld. Das war nicht der Architekt. Das sind diejenigen, die was das Geld hergeben. Es waren ja die Zeitungsberichte auch nicht lustig, zum Teil. Das hat uns schon sehr genervt. Ich weiß nicht, ob das nicht gesundheitsmäßig auch ein bisschen mitgeholfen hat, dass es ziemlich schlecht gegangen ist. Mein Großvater war todkrank. Er hat sich nie anmerken lassen, dass ihm schlecht geht. Also für ihn war es eine ganz große und wichtige Tugend, Leiden, die er hat, mit sich selbst auszumachen, obwohl er ja ganz tief gestürzt ist als Mensch durch seine Krankheit, hat er das sozusagen verstanden, diese unabwendbare Krankheit auf sich zu nehmen und niemanden damit zu belasten. Wie ich überhaupt gehört habe, dass er das hat. Und da habe ich aber auch mit Ärzten geredet, so wie wir mit Jelene gehabt und die alle, die was schon vorhin gesagt haben. Es dauert nicht lang. Schon seit der Jugend leidet Gerhard Hanapi an Ohrspeicheldrüsenkrebs. Jährlich unterzieht er sich Operationen, doch er kann die Krankheit nicht besiegen. Bei einem Eingriff Mitte der 70er Jahre passiert das große Unglück. Eine Sehne wird durchtrennt, das Gesicht entstellt. Die letzten Lebensjahre bis zu seinem Tod 1980 verbringt die Fußball-Ikone zurückgezogen. Und mit seinem Aussehen, das ist mir eigentlich erst später aufgefallen oder ist mir bewusst geworden, wie schwer es für ihn eigentlich gewesen sein muss, als jemand, der für eine ganze Generation ein schöner Mann war und irgendwie angehimmelt worden ist und der das auch genossen hat, wie schwer das für so jemanden sein muss, sich dann völlig zurückzuziehen, sich selbst nicht mehr in den Spiegel schauen zu können. Der Opa hat mich besucht. Ich glaube, das war, bevor er gestorben ist. Da war er schon sehr schlecht beieinander. Da hat es mich schon eingestellt. Es wird nichts. Er sagt, ich gehe meiner Mama noch. Sagt, und jetzt triff ich es endlich wieder mal. Mir ist er sehr angegangen. Ich habe noch sehr gern gehabt. Er hat wollen, so gehen, wie er gekommen ist. Gerhard Hanapi ist ja nicht irgendwer. Das ist ja einer unserer größten Fußballer, die Österreich je hervorgerufen hat. Und er war ein Charmbolzen, kann man nur sagen. Er hat sich sofort in mein Herz geschmuggelt. Der also gezeigt hat, so kann man nach einem zerstörerischen Krieg einen Wiederaufschwung erleben. Ich würde sagen, wenn man das heute so vergleicht, dann könnte man sagen, er war ein Mittelding zwischen Beckham, Zinedine Zidane und Ibrahimovic. Das ist schwer vorstellbar, aber es war so. Und der Gerhard war Vorbild. Da sind wir sehr einig. Ja. Heute noch. Der hat das Spiel wirklich zum Spiel gemacht. Er hat einmal irgendwie gesagt, also, dass auch was er erreicht hat und so, das ist einfach gekommen. Er hat das nicht irgendwie forciert, jetzt Fußballstar oder Architekt zu werden. Es ist einfach, die Dinge sind so gekommen, wie sie gekommen sind. Und das Gute ist ihm irgendwie zugerannt.